Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von den Custom Cards und zwar dieses Mal zu einer weiteren Random Cards Folge. Wie gesagt, die Themendeck-Folgen pausieren aktuell so ein bisschen. Wenn ihr mir Karten einsenden wollt, dann schaut in die Beschreibung, weil da ist meine E-Mail-Adresse verlinkt und auch mein Discord. Ich empfehle euch aber nach wie vor, die E-Mail-Adresse zu nutzen, weil da sehe ich jede E-Mail ganz sicher in irgendwelchen Livestreams, wo ich auf die Karten reagiere. Während beim Discord ziemlich viel gespammt wird und da schaue ich bei den Livestreams auch nicht immer rein, deswegen... Wenn ihr sicher im Format landen wollt, dann benutzt bitte die E-Mail-Adresse, weil da übersehe ich nichts und dann habt ihr sicher die Chance, im Format zu landen. Und ansonsten könnt ihr mir gerne jederzeit eure Meinung zu den Karten, die ich heute zeigen werde, in die Kommentare schreiben und dann haben die Künstler auch so ein bisschen ein Feedback. Und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt direkt mal an mit der ersten Karte. Und die erste Karte stammt mal wieder von Aubertin und zwar die Karte Paläozoischer Vampyropoda. Und die Karte sieht schon mal sehr, sehr cool aus, passt auf jeden Fall sehr gut zu Paläozoisch. Das Ganze ist ein Link 2 Link-Monster mit der Eigenschaft Wasser und dem Typen Aqua und dem Angriffswert 2000 und beschworen wird die Karte mit zwei Aqua-Monstern. Und der Effekt? Diese Karte bleibt von den Effekten anderer Monster unberührt. Klingt erstmal OP, aber das ist der ganz normale Paleo-Effekt, deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, dass die Karte den Effekt hat. Wenn diese Karte beschworen wird, wähle eine normale Fallenkarte von deinem Deck und setze sie in deine Zauber der Fallenkartenzone. Falls sich diese Karte in deinem Friedhof befindet, mische eine verbannte Fallenkarte in dein Deck. Beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung, du kannst diesen Effekt von Paläozoischer Vampyropoda nur einmal pro Spielzug verwenden. Und dieser Effekt passt perfekt zum Deckthema. Ich finde es so gut gemacht auf jeden Fall. Das Design ist an sich schon sehr gut, weil es halt ziemlich gut zum Thema passt, aber der Effekt passt wie die Faust aufs Auge. Das ist wirklich eine geniale Supportkarte, die perfekt durchdacht ist, wie ich finde. Denn die Karte ermöglicht es euch, eine normale Fallenkarte vom Deck aufs Feld zu setzen. Und das ist so unfassbar wichtig, weil das Problem ist manchmal, Leute, dass man einfach nicht wirklich Paläo-Karten zieht. Ich hasse es, wenn ich Paläozoisch spiele, ja, ich spiele es im Real Life, und ich einfach nur Frösche ziehe und irgendwelche generischen Fallenkarten, wie Spiegelkräfte oder so, aber keine Paläo-Karte. Das ist zum Kotzen. Aber mit der Karte hier würde man consistent safe Paläozoisch-Monster aufs Feld bekommen, ja, ohne dass man sie ziehen muss. Und das ist halt wirklich schön. Die Sache ist die, wir hatten die ganze Zeit den Paläozoischen Opabinia, und der kann die Karten aussuchen, aber der muss erstmal beschworen werden, was teilweise nicht so leicht ist, denn er braucht ein Fallenkartenmaterial, um zu suchen. Und das geht halt nicht immer, wenn du keine Paläozoisch-Monster hast, logischerweise. Und die Karte ist halt nicht allzu geil im Link-Format. Aber der Vampyropoda ist ein Link-Monster, das halt Link-Pfeile enabled, also weitere Möglichkeiten für Totalies beispielsweise. Und du bekommst halt eine Fallenkarte in deine Zaubern-Fallenkartenzone, egal welche. Es muss nur eine normale Fallenkarte sein. Und wenn du keine Paläos brauchst, kannst du dir damit auch Spiegelkräfte holen oder Bottomless oder Lost Wind oder was auch immer. Da gibt es tausend Möglichkeiten für sehr, sehr gute Karten, die man sich damit holen kann. Und der Vampyropoda kann sich selbst im Friedhof wiederbeleben, indem er eine verbannte Fallenkarte wieder ins Deck mischt. Also indem man Ressourcen wieder ins Deck zurücklegt quasi. Und es ist auch nicht broken, weil die Karte hier dann keine Link-Pfeile enabled. Weil die Sache ist die Karte zeigt nicht nach links oder rechts, sie zeigt nach unten. Und wenn die Karte vom Grave kommt, dann kommt sie nicht in die extra Monsterkartenzone. Das heißt, die Karte enabled dann nicht nochmal Link Plays. Das wäre auch ein bisschen heftig, muss ich sagen. Also so ist die Karte sehr gut gebalanced. Sie kommt beim ersten Mal in die extra Monsterkartenzone, wenn sie das erste Mal das Feld betritt. Und dann sucht sie sich eine Fallenkarte, was sehr schön ist. Aber die Karte ist halt nicht unfair. Und wenn die Karte wiederbelebt wird, dann enabled sie keine Linkzonen mehr. Aber sie kann nochmal eine Fallenkarte suchen, was halt auch sehr schön ist. Und das Ganze ist once per turn. Also die Karte ist perfekt gebalanced. Sie ist ein sehr guter Support für Paläo. Und sie ist genial designt. Eine der besten Support-Karten für ein Thema, die ich in diesem Format bisher gesehen habe. Also großes Lob an Aubertin, das ist mal wieder sehr gut gelungen. Und es geht direkt weiter mit der nächsten Karte, und zwar mit der Karte Schöpfung des Magiers. Ein Stufe 8 Finsternismonster mit dem Typen Drachen und den Werten 2600, 2300. Und die Karte wurde gemacht von Dummycraft, einem Zuschauer, der schon sehr häufig Karten gemacht hat. Und der Effekt? Du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof beschwören, indem du zwei Zauberzählmarken von irgendwo auf dem Feld entfernst. Du kannst Schöpfung des Magiers nur einmal pro Spielzug auf diese Art und Weise beschwören, was sehr wichtig ist, weil sonst wäre die Karte ziemlich gut und, naja, ziemlich broken wahrscheinlich. Once per turn, wenn dein Gegner eine Zauberkarte oder den Effekt einer Zauberkarte aktiviert, kannst du eine Karte von deiner Hand verdeckt verbannen, annulliere die Effekte der Karte und verbanne die Karte verdeckt. Das heißt, du kannst mit der Karte hier egal welche Zauberkarte annullieren, was schon mal sehr cool ist. Und wir haben aktuell ein Zauberzählmarken-Deckthema bekommen. Und für dieses Deckthema ist diese Karte hier als Support gedacht, glaube ich, weil das ist schon ein krasser Zufall. Und ich denke, dass diese Karte hier eine schöne Supportkarte wäre für dieses neue Deckthema. Denn Zauberkarten zu negieren ist immer sehr schön. Und das kannst du halt sehr schön generisch in solche Decks reinsplashen. Und gleichzeitig wäre die Karte ein Support für alte Zauberzählmarken-Deckthemen, die eh viel zu schwach sind. Also... ich denke mal, das wäre ganz cool.
ich kann es mir vorstellen, dass die Karte nicht broken wäre, aber halt ein guter Support. Und naja, dieses Zauber-C-Deck-Thema, was neu rausgekommen ist, das ist auch nicht Meta. Also so eine kleine Support-Karte würde sich schon irgendwie anbieten. Und ich denke, die wäre auf jeden Fall fair in Game. Das Design gefällt mir auch sehr gut, auch wenn ich den Titel etwas komisch finde, Schöpfung des Magiers. Ich weiß nicht, ich hätte die Karte irgendwie anders genannt. Aber naja, ist auf jeden Fall eine coole Support-Karte. Broken ist was anderes. Sinnige Zauberkarten, was gegen jedes Deck-Thema eigentlich ganz nett ist. Und das ist auf jeden Fall sehr gut gelungener, generischer Support, den ich euch mal präsentieren wollte. Doch die nächste Karte ist wieder mal ziemlich simpel, und zwar die Karte Eingang zur dunklen Welt. Und zwar ist die Karte von Philipp Lochner, eine permanente Zauberkarte mit dem Effekt: Während jeder Endphase ändere alle Monster auf dem Feld in die verdeckte Verteidigungsposition. Und das finde ich sehr interessant, weil damit bricht man quasi jedes Board. Und für Flipdecks wäre diese Karte wirklich genial. Also, ich würde die mir sehr gerne im Spiel wünschen. Die ist sehr simpel, aber nicht broken, weil die Sache ist die, egal welches Flipdeck man sich anschaut, es ist nie stark genug, consistent Metaboards zu brechen. Ist leider so. Shadol hat kein Konstrukt mehr, Tinwinkel und Crawler sind nett und die Wahrsageprinzessinnen sind halt auch nicht wirklich stark. Also, wir haben kein Flipdeck-Thema, was consistent Boards des Gegners brechen kann. Aber mit dem Eingang zur dunklen Welt wäre das möglich. Aber die Sache ist die, die Karte hier ist gleichzeitig auch nicht broken, denn das Problem ist, die Karte kann einfach so über den Haufen geschossen werden und dann ist sie weg. Und dann ist dieser coole Effekt auch weg. Also ich sehe keinen Grund, die Karte nicht zu releasen. Und andere Deckthemen würden die Karte hier wahrscheinlich eher nicht spielen, denn dann würde man ja eigene Boards so ein bisschen verlieren. Zudem ist die Karte sowieso schon ein bisschen balanced, weil die Karte halt im Link-Format nicht mehr so geil ist, weil du Link-Monster nicht verdeckt setzen kannst, das geht nicht. Und somit hat man halt die Möglichkeit, mit Link-Monstern die Karte zu outen, selbst wenn man mal keinen Spell and Trap-Removal hat, gegen halt den Eingang zur dunklen Welt. Und ich denke mal, gerade dadurch ist die Karte recht gut gebalanced. Aber die Karte wäre auf jeden Fall eine schöne Support-Karte für Flipdecks und deswegen würde ich mir die gerne im Spiel wünschen. Aber mal schauen, vielleicht bekommen wir mal sowas, würde sich auf jeden Fall anbieten. Die nächste Karte ist mal wieder eine Karte von Johannes Christian Bornhöft, der schon länger nicht mehr ins Format geschafft hat, soweit ich weiß. Und die Karte ist ein Toon-Monster mit dem Namen Toon Exodia die Verbotene. Sehr coole Idee irgendwie. Die Karte ist ein Stufe 3 Finsternis-Monster mit dem Typen Hexer und die Werten 1000-1000 und es ist logischerweise ein Toon-Monster. Mit dem Effekt, diese Karte kann nicht in dem Spielzug angreifen, in dem sie beschworen wurde, das ist ja ganz normal für Toon-Monster, kann nicht durch Kampf zerstört werden, solange sich Toon-Welt offen auf deiner Spielfeldseite befindet. Solange du Toon-Welt kontrollierst und dein Gegner keine Toon-Monster kontrolliert, kann diese Karte deinen Gegner direkt angreifen. Falls diese Karte den Lifepoints deines Gegners Kampfschaden zufügt, füge deiner Hand ein Verboten-Monster von deinem Deck hinzu, nimm diese Karte auf die Hand zurück. Und so wie der Effekt geschrieben ist, muss man wirklich beides aktivieren, was aber auch teilweise durchaus Sinn ergibt, weil jetzt geht's weiter. Wenn du zusätzlich zu dieser Karte rechtes Bein der Verbotenen, linkes Bein der Verbotenen, rechter Arm der Verbotenen und linker Arm der Verbotenen in deiner Hand hast, gewinnst du das Duell. Und ich finde das ziemlich gut durchdacht, ehrlich gesagt, weil die Sache ist die, man spielt sowieso schon eine kleine Toon-Engine in Drawdecks mit Exodia, denn das Toon-Inhaltsverzeichnis dünnt das Deck aus. Und jetzt könntest du theoretisch dreimal das Inhaltsverzeichnis spielen und einmal diesen Kopf hier. Und dann hätte man die Möglichkeit, das Deck auszudünnen und gleichzeitig wirklich mal eine richtige Toon-Engine zu spielen. Ich weiß, es ist nicht unbedingt so geplant von Konami, dass man Toon und Exodia mischt, aber es macht halt schon irgendwo Sinn, ne? Und da wir hier bei Custom Cards sind, darf man das auf jeden Fall in Erwägung ziehen. Und ich finde die Karte nicht broken, weil die Sache ist die, du hast zwar hiermit quasi einen zweiten Kopf, den man quasi dann bis zu viermal spielen kann, wenn die Karte auf 3 draußen wäre, aber das ist nicht broken. Wenn du die Exodia-Teile alle auf 3 setzt, dann wäre das nicht unfair oder so. Das wäre sogar ziemlich kacke, die zu spielen dreimal, denn die kommen immer tot. Wenn du nicht alle 5 gleichzeitig hast, sind die 5 Teile immer tot in der Hand und Exodia-Decks generell sind aktuell nicht wirklich konsistent und dementsprechend macht so eine Support-Karte theoretisch schon Sinn und gut designt ist die Karte allemal. Ich wollte sie auf jeden Fall mal präsentieren, broken ist sie nicht, auch wenn sie sich zunächst mal so anhört und ich finde sie sehr interessant. Doch um die Folge abzuschließen, habe ich nochmal eine Karte von Aubertin rausgekramt, und zwar die Karte Schlechter Tausch, Fragezeichen. Eine normale Zauberkarte mit dem Effekt, verbanne eine Zauberkarte von deiner Hand, ziehe 2 Karten. Und das ist mal wieder so eine Karte von Aubertin, die ich einfach nur schätze. Also ich finde es sehr, sehr cool, dass Aubertin immer wieder Ideen hat für Karten, die sehr simpel sind, aber die nicht zwangsweise broken sind. Die Sache ist die, diese Karte hier ist quasi so eine Art Trade-In, die einfach so neutral geht und die Hand so ein bisschen erneuert. Und das ist in vielen Decks auf jeden Fall sehr, sehr gut. Weil die Sache ist die, es ist sehr schwierig, consistent Karten zu ziehen in Yu-Gi-Oh! Es gibt nicht wirklich eine Karte, die wirklich consistent Karten zieht, die man in jedem Deck spielen kann und die keine Downside hat.
Das ist das Problem. Wir haben so Sachen wie Desires, das kannst du nicht in jedem Deckthema spielen, weil du halt in Decks, die halt One-Offs spielen, die Karte ungern spielst, theoretisch. Und dann hast du so Karten wie Trade-In, die nur in bestimmten Decks gespielt werden können, oder Verlockung der Finsternis, oder auch Upstart Goblin. Upstart Goblin kannst du in OTK-Decks nicht vernünftig spielen, weil der Gegner keine 9000 Lifepoints haben soll. Aber das hier wäre eine Möglichkeit, die du quasi in jedem Deck spielen kannst. Natürlich wäre das sehr, sehr gut. Die Karte müsste man auf jeden Fall nach kurzer Zeit auf 1 setzen, das ist ohne Frage. Aber es wäre nicht broken, weil die Karte nicht plus geht. Und du verbannst die Zauberkarte, du legst sie nicht auf den Friedhof, wo du sie vielleicht recyceln kannst oder so. Also ich finde die Karte eine sehr, sehr coole Supportkarte für jedes Deckthema, aber gleichzeitig ist sie auch nicht broken. Die wäre auf jeden Fall beliebt, man würde sie überall reinsplashen, aber ich könnte mir vorstellen, dass Konami irgendwann mal sowas rausbringt und das ist mal wieder eine ganz typische Aubertine-Idee quasi. Eine simple Zauberkarte mit einem sehr coolen Effekt, die ich hier mal vorstellen kann. Und ja, danke an Aubertine für diese Einsendung, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden damit und ich würde da gerne mal eure Meinung zu hören. Das war's aber auch schon mit der heutigen Folge Custom Cards. Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu den heute erwähnten Karten in die Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr mir Karten einsenden wollt, schaut in die Beschreibung, weil da ist wie gesagt meine E-Mail-Adresse und mein Discord. Aber wie gesagt, präferiert bitte die E-Mail-Adresse, weil ich da safe jede Einsendung sehe. Und ansonsten Dankeschön an meine Patreon-Spender. Ohne euch würde es meine Kanäle vielleicht in einiger Zeit nicht mehr so geben, wie wir sie gewohnt sind. Deswegen riesiges Dankeschön an euch. Und ihr seht jetzt hier noch meine Endcard. Links ist mein Pokémon-Kanal, rechts daneben ist mein Sponsor und rechts daneben sind noch zwei Videos. Das obere wird euch von YouTube empfohlen und das untere ist die letzte Folge dieses Formates. Deswegen schaut da mal rein. Bis bald. Tschüss.